Yay und willkommen zur heutigen Bonusfolge von Ark Revival. Gato und ich haben einfach mal beschlossen, wir machen eine kleine Zusatzfolge, um einfach wieder ein bisschen aufzuholen, weil Beam einfach in-game zeitmäßig schon viel weiter ist wie wir. Das heißt, normalerweise machen wir jetzt einfach auch die Beam'schen Upload-Tage weiter. Das ist jetzt mal eine Ausnahme. Und zum anderen wollte ich nochmal kurz Danke sagen an die Leute, die sich bei der letzten Folge hingesetzt haben und tatsächlich einen Comment geschrieben haben, denn das hilft mir halt tatsächlich einiges und wie ihr gesehen habt, habe ich die Comments ja auch gelesen und beantwortet, sofern es was zu beantworten gab. An der Stelle nochmal kurzer Disclaimer halt insofern, ich kann halt nur schnittmäßig noch was verändern, zumindest in den nächsten, keine Ahnung, 20 Folgen oder so, weil wir halt aufgenommen haben schon bis Session 5. Das heißt, ja, alles, was bis dahin halt eingesprochen ist und unser Commentary und so weiter, ist halt so. Also, wenn meine schlechten Wortwitze auf den Sack gehen, ich glaube, das wird zwar ein bisschen weniger über die Zeit. Ja, keine Ahnung, kann ich leider nicht viel dran ändern. Und sonst kann ich aber bearbeitungsmäßig halt super viel machen. Und nachdem ich eine Zeit lang jetzt irgendwie auch nichts mehr geschnitten hatte und so und irgendwie gefühlt einen komplett neuen Style am Start habe, wäre es mir halt tatsächlich mal wichtig, wenn euch irgendwas tierisch nervt, so wo ihr halt wirklich sagt, uff. Da würde ich eigentlich am liebsten gleich ausschalten. Dann einerseits das. Und das andere ist halt auch einfach so, keine Ahnung, ich habe jetzt so ein bisschen so die Chill-Folgen. Also ich habe super Chill-Musik. Bei uns passiert nicht super viel. Das ist wirklich so, keine Ahnung, ich glaube, ich würde mir das angucken, wenn ich irgendwie abends noch gechillt irgendwie eine Folge von irgendwas gucken will, bevor ich schlafen gehe, so im Moment. Und das ist ja doch ein bisschen anders, als was ich halt sonst so gemacht habe. Aber vielleicht ist es auch ganz cool. Keine Ahnung. Also deswegen einfach allgemein irgendwelche Gedanken zur Folge einfach reinkloppen, egal wie weird ihr die jetzt findet oder denkt, keine Ahnung, das juckt eh niemanden. Doch, es interessiert mich. Schreibt es einfach rein und ich werde es lesen, ich werde es beherzigen. Votet andere Comments ab, wenn ihr zu faul seid, selber was zu schreiben. Kann ich auch verstehen. Keine Ahnung, macht einfach irgendwas in die Richtung. Ja, gut. Dann würde ich sagen, jetzt aber endlich mal los mit der Folge. Viel Spaß. Ja, okay, ich sehe ihn. Den Natzen? Der Bilder halt instant bolern, ne? Ich hab Ja. grad Ultralex vom Raft, Alter. Ja, Also, Natzen oder das Ding einfach aus ist dem halt. Weg gehen? Och, doch, den könnten wir eigentlich nutzen. Bin halt Ja, von der der Schlange kriegt auch gerade. gut Torpor. Also ich habe den auch schon einmal angerechtsklickt mit dem Frosch, der kippt locker gleich um. Er ist Ja, umgekippt. pennt. Nice. Ja, lass mal die. Okay. Der hat, glaube ich, Chitin an. Nice, Kills mit Environment. Venom. Check mal ganz kurz. Ach so, ja. Oh lol, der hat Sachen dabei, Alter. Ein Knüppel und ein Revolver. Medical Brew. Aber ein Revolver ohne Munition. Da kommt noch einer. Wasserseite. Bin jetzt fast überladen wieder. Der will losfahren, oder? Bruder muss los. Ach, scheiße. Ich komme nicht drauf. Ich hab den gleich. Eingepennt? Ja. Er ist eingepennt. Pass auf, da kommen Quallen. Warte noch einen Haben wir Moment, die aber da Take kommen Gold? Quallen. Ja, lass mal einen Strand kurz. Ich muss auch auslernen. Nice, er hat auch ein bisschen Medbrew dabei. Hier ist ein Holzschild, lila. Krokodil. Willst du das haben? Hast du schon eins? Nee, habe ich noch nicht. Kann es mir geben, theoretisch. Ja, aber ich habe halt ein Metal Shield bei von dem Drop vorher. Nice, jetzt habe ich auch wieder ein Crossbow. Nice, der hat auch ein Schwert bei gehabt. Pike kann ich mal wegwerfen. Hallo Ziemlich Man, wie läuft's bei dir? Krokodil. Komm mal mit. Jo, kleinen Moment noch. Ich muss noch irgendwie ein paar Sachen wegwerfen. Der hat irgendwie tausende Spitzhacken bei. Weil der den Nades? What the fuck, dude? Bisschen jetzt hier auf die Quallen aufpassen. Hier ist zum Beispiel direkt der erste Frosch im Wasser. Der ist halt einfach Level 80. Da ist übrigens jemand auf das Raft aufgestiegen. Mal gucken, hat der was?
Nee, der ist nackt. Lass den einfach. Oder den können wir eigentlich abziehen lassen, wenn er nackt ist. Merkt das schon wieder? Ach ja, willst du den 80er Frosch mitnehmen oder wollen wir jetzt wirklich richtige High-Level suchen? Ich würde den schon noch eben einfach legen. Ah ja, gut, stimmt, ne? Du hast ja 38 im Start. Das ist schon ein bisschen belastend. Willst du den kurz angreifen und an Land kiten? Das versuche ich gerade, wie du siehst. Funktioniert. Ich lass dich mal machen, weil ich glaube, wenn ich jetzt da auch noch mit am Start bin, ist es halt belastend. Jetzt habe ich ihn. Nice. Sauberlück, ja, natürlich. Was auch sonst. Hauptsache die Dilos sind irgendwie 120 und so ein Mist. Kamerst du? Ja, also ich stehe hier rum und guck dir zu. Nice. Hast du noch Mappen? Ja, klar. Liegt. Hä, was spastet da so rum? Ich guck dir mal. Weil das ein Pelagon ist, der die ganze Zeit wieder untergeht. Wo ist denn der Frosch? Ah, da. Ich guck mal ganz kurz, ob ich die Tech-Schnecke wieder finde. Hier steht eine Anke von dem Typ. Lol, die haben eine Anke. Ja, lass eine Anke haben, oder? Also. Nice. Bevor wir die jetzt umgebracht haben, ist halt übermorgen. Ich hab mich mit der Anke geschlagen. Füßen. Ach lol, da ist jemand drauf? Hat mich als Noob bezeichnet, darf ich ihn jetzt umbringen? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich ganz dekadent mit der Tech-Schneck über sie drüber. In das Sarko. Ja, cool. So, der Pelagon ist am Leben. Ich dachte, der wäre tot. Ja, ne. Hier ist der alte Frosch. Geil. Und was machen wir mit dem hier stehen lassen? Ja, ne? Ja. Was mache ich mit dem Chitin mitnehmen? Ja, ne? Ja. Wollten wir machen. So, drei Matten kann ich auch noch mitnehmen. Der hat natürlich auch wieder minus Weight jetzt. Kannst du irgendwas gerade mal craften oder so? Ja. Nicht viel, aber. Vielleicht reicht's ja. Gibt es schon was? Ja, ein bisschen. Ich meine, jetzt konnte halt irgendwie nur noch ein paar Bolas und einen Fallschirm machen, so. Aber jetzt kann ich mich bewegen. Nice. Ja, Frosch lassen wir jetzt einfach stehen, würde ich sagen. Greift dann eben auf neutral und dann ist gut. Ja, jetzt können wir eigentlich hier nochmal eine Runde durchlatschen. Und dann. Ich bräuchte mal eben irgendwie 5-6 Fliegen, damit ich laufen kann. Also. Aktuell ist es sehr langsam. Hier ist unter mir einer im Wasser. Zwei. Da direkt links vor dir jetzt. 95 da eine? Da rechts ist noch einer. 65. Und 15. Willst du den 95er noch mitnehmen? Ja, deinen also 50er stehen lassen, dann haben wir noch zwei, mit denen man zumindest, wenn man einmal über eine Node läuft, was anfangen kann. Man kann halt immer noch auf 150 gehen, aber dann hat man zumindest für einen Verhältnis. Schau mal ein bisschen was. Junge, kann ich dich mal hitten? Also. Andere Frage. Wenn du den 95er jetzt mitgenommen hast, soll ich die Tech-Schnecke nach Hause bringen? Ja. Ich bin halt allgemein am Überlegen, was ich jetzt mache. So. Also.
Ich würde auf jeden Fall jetzt gleich ein paar Level noch verteilen. Ich müsste halt leveln, um Dingens machen zu können. Also Oxy und... Ja, das würde ich nach wie vor nicht machen. Also jetzt nicht direkt. Ja, aber... Also gut. Theoretisch haben wir genug CP, um ein bisschen was zu craften. Sonst komme ich halt auch einfach mit dir mit. Und wir eiern wieder nach Hause. Dann warte ich auf dich. Oder? Also weil, ich meine, theoretisch... Ja, wir können wir haben doch jetzt beide ein bisschen richtig. CP. Ich habe 300 irgendwas. Voll. Ja, ich habe 500. Nicht gereicht hat. Gehen wir eben den Drop auschecken. Lass mal Frosch und Dingens hier, ne? Ja, mach das. Ich hab bisschen Öl, bisschen Perlen, bisschen Poli. Rosa. Bisschen Öl, bisschen Perlen, bisschen Poli. Was heißt bisschen? 500 Perlen, 200 Poli und 200 Öl. Ja, das ist noch nice. Ein lila Terabyte-Sattel war da drin. Oh, nice. Also pink oder so halt. Was war das? 52 Rüstung. Mehr kann mein Wolf gerade nicht tragen. Ja, also wenn wir Terabyte sind, was High-Level ist, können wir mitnehmen dann. Wobei du auch halt in erster Linie eigentlich nur laufen kannst. Also schlagen kannst du damit auch nicht. Ja, ja, aber also du kannst halt gut laufen. So, das ist halt schon mal ganz nice. Ah, also ob ich genau dann absteige. Eine Schlange angeschissen. Kommt, was bist du für ein Level? Okay, dich pack ich. Hoffe ich. Naja, wenn er einschläft, ist auch egal. Aber dann gleich einen neuen. Weil ich die wirklich nur jeden zweiten Hit hätte. Wenn tatsächlich 23 Uhr Schluss ist, haben wir auch nur noch 40 Minuten Zeit. Also dann würde ich tatsächlich einfach sagen, wir laufen noch ein paar Drops ab und suchen noch ein paar Viecher bei uns, vielleicht am Schnee oder irgendwo da drum rum. Wie zum Beispiel... Ja, eigentlich sollten wir Drops farmen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre viel wichtiger, wenn wir irgendwie 5 Heavy Turrets finden würden und die uns das Dach kloppen könnten. Da würde ich mich wesentlich sicherer fühlen. Weil ich möchte jetzt ungern irgendwie eine Rakete fressen. Ach ja. Gutes altes Problem, kannst du mal was craften? Oder was herkalten und umbringen, keine Ahnung. Und das ist wahrscheinlich einfacher. Bei. Nee. Also dann Wasser könnten halt noch die Frösche sein. Ich bin so ein Level up, bevor ich da bin. Hab ihn. Lass dich mal den Finisher machen. Aber meint. Lol. Okay, ja, kann mich irgendwie bewegen. Hast du den anderen komplett geleert? Nevermind, ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Ja, ich habe den anderen komplett geleert. Ja, warte mal, ich drop mal einen Crossbow. Der ist eh fast kaputt und ich habe zwei dabei. Hier, ich kalte dir noch einen Frosch. Dann kannst du selber machen. Oh, ich sollte mal ein bisschen aufpassen, sonst kippt meiner gleich um hier. Ich habe auch 700 irgendwas Hide. Das ist eigentlich auch ganz okay. Ja, auch für Hide müsste man eigentlich mal mit einem vernünftigen dahin gehen. Egal. So, zurück. Jo.
Gut, bin wieder zu Hause. Huiuiui. Alumisiert, Alter. Echt? Bist du wieder zu Hause? Ja. Ui. Kannst du mir mal helfen gleich? Alter. Ah ja, ich hör's. Abgestiegen und in das Haus gefallen und nicht mehr rausgekommen. Kannst du mir mal helfen, das von aus denen hier in die hier drüben rüber zu machen? Nice. Ja. Wie heißt denn die eigentlich? Lol, als ob das einfach Bert ist. Du erinnerst dich, Gato? Das ist Melanie. Was, Bert? Was? Ach also ja. Bei mir ist es Melanie. Ja, ja, also weil wir hatten das nämlich auch die erste Tech-Schnecke, so. Eher so Bert. Ja, bei mir so, heißt der Tito, das von ist daher. Lol. Was? Das ist einfach exakt das gleiche wie mit Arne. Man kann ihn einfach nennen, wie man will. Es ist immer die gleiche Person, aber der Name verändert sich. So. Das Haus ist irgendwie zu klein. Kannst schon mal theoretisch die Decke abreißen und gleich die Wände replacen. Ich glaube aber, also was uns eigentlich dieses, also die Benin und der Schnecken sagen möchte, ist, dass es eigentlich egal ist. welchem Geschlecht man sich nun angehörig fühlt oder wie man heißt. Sondern man ist einfach eine Schnecke, so. Man ist einfach eine Schnecke. Also, wenn man halt eine Schnecke ist, sonst ist man halt ein Mensch oder was auch immer man halt ist, aber... Man ist halt einfach eine Schnecke, Ich hab's versucht. Ey, Alter. Das sieht schon viel seriöser aus, wenn man hier aussieht. Da steht Alter. Einfach oben so eine Mütze raus aus der Wand. Moin Leute, Trimax hier. Alter. Es geht da ab. Gato verbrennt ein bisschen. Soll ich den Fabi über die Fortress stellen? Ja, ne? Ja. Wenn irgendwo hin. So, dass er nicht im Weg steht. Andere Sache. Ich lasse mal mein Schild zu Hause, weil das brauche ich eigentlich im Open PvP eher nicht. Oder also ich kann es zwar vielleicht brauchen, aber. Ja, das war intelligent. So, ich mache mich nämlich gerade mal kurz auf den Weg und nehme mal ein paar Drops mit, soweit ich finden kann. Machen Sie das.
Ruder muss groß. Erstmal in so ein komplett trübes Kackwasser geeiert und mich gewundert, wieso ich festhänge. Wieso ich das Sarko vor mir nicht gesehen habe, so trüb wie das Wasser war. What the fuck? Vielleicht war das Wasser gar kein Wasser, es war einfach nur ein Sarko. Lol. Sarko stackte und hat so lange gekackt, bis es in eine Suppe aus. Nee. Alles klar, lass ja, das. Danke für dieses Bild. Eigentlich muss ich das jetzt auch wieder animieren, so wie das Pedo los. Oder es ist einfach, wobei, nee, dann hauen mich Zuschauer. Also ich wollte gerade das unter Umständen in gewissen Regionen in Deutschland aktuell zuordnen, aber ne, lässt man lieber. Puh. Alter, Paula. Okay, also auch wenn wir jetzt keine Heavies gefunden haben, haben wir trotzdem ein paar Sachen, die eigentlich ganz okay sind. Und wo könnte denn nochmal Defense drin sein eigentlich? Ich glaube in dem grünen... Blau bis Rot. War das blau? Ja, das war genau das Ding, was wir gesagt das haben. Das andere also, war weiß-grün, ne? Ist eigentlich relativ für einen Ärmel, weil da halt Low-Tier-Zeug und so drin ist, aber in den anderen ist quasi, also kann alles drin sein. Pimp mal dahin und normale Sättel. Und so ein Shit. Ich finde es übrigens auch schön, dass er halt extra eingestellt hatte, dass Rex-Sättel nicht so hoch skalieren. Aber ich habe das halt so verstanden, dass halt zum Beispiel auch Teri dann nicht so hoch skaliert, aber anscheinend ja nicht. Also. Ja, die Pimp mal Dino skalieren, glaube ich, nicht so hoch. Ich weiß es halt nicht, ob er den Rex nach wie vor über das Teri hebt. Ich hoffe es nicht, aber der Teri-Sattel ist auf jeden Fall schon Zucker. Aber das ist halt leider kein BP, ne? Das ist halt. Naja, ist aber vielleicht sogar ganz gut, ja, weil halt. Sag mal, was machst du hier? Kriegst du das hin? Guck dir nur das mal an. Krass, ne? Und jetzt kommst du einfach nicht mehr hoch. Tschüss! Gut, dass wir drüber gesprochen haben, Alu. Ich helfe, wo ich kann. Ich habe ja schon zwei Schnecken gefunden und ihr? Ich wollte die fucking hochziehen, Alter. Das wäre so cool gewesen, ne? Sau cool. Bist nur vorher zweimal gestorben. Ja, aber das war nicht wegen der Schnecke. Das eine Mal, weil ich hier runtergefallen bin und das andere Mal, weil ich erfroren bin. Sagst du jetzt? By the way, auch kurz vorm Erfrieren gefühlt schon wieder. Ich könnte mal eins beim Medicals gehen. Ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall aufräumen. Ja, Alter, ich meine eher, wie sick das ganze Zeug in der Werkbank ist. Jetzt haben wir fucking Melanie und fucking Walter, Alter. Achso, fucking Melanie und fucking Walter, Alter. Wir sind krass und machen irgendwie hier, keine Ahnung, irgendwas auf. So Fresh Dumbledore-mäßig. Machen wir jetzt ein Rap-Album mit unseren ganzen krassen Schnecken. Alter, ich sollte echt die Schnauze halten heute, ne? Ja, es ist so belastend, dass ich schon eine Scheiße rede. Wie du selber bemerkst, Alter. Ich glaube, das kommt aber so ein bisschen daher, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich in-game halt nichts mache. Und dann muss ich das damit kompensieren, dass ich einfach umso mehr rede. Nice. Umso mehr Kleiner rede, Tipp, ich hab Angst um mein Leben. Ja, du hast auch schon zu viele Wieso-Videos geguckt, Alter. Wie viel Zeit habe ich noch? Gehst du den gelben holen gerade, oder was hast du vor? Nee, weil ich den gerade noch nicht mal... Ach doch, ja, ich weiß, wo der ist, glaube ich. Oder Richtung Meer halt. Ich könnte halt jetzt auch eben runterspringen. Ja, sonst mach du das und ich eier Richtung Blau-Lila. Ja, hol erst Blau. Der Blau ist gerade gelootet worden. An der Stelle übrigens Props an den Verfasser in der Nachricht. Das hat jeden interessiert. Hm? Ja, dass sie irgendwen hops genommen hätten, den kein Mensch kennt. Wenn sie keinen Disconnect gehabt hätten, hatten sie aber. Cool, juckt mich fast. Ja. Also, es ist halt wirklich von höchster Relevanz für eigentlich alle. Sollte in der Tagesschau kommen. Also wir sollten immer noch überlegen, ob wir vielleicht die Forges teilweise, also hier so Backup-Forges für Rüstung und so weiter haben. Und unten einfach eine Foundation-Reihe bauen, wo wir einfach ein paar Forges drauf klatschen, die wir immer mal wieder einmal mit dem Mammut leer räumen oder sowas. Weil wir brauchen mehr Forges auf jeden Fall. An der Stelle, wo wir auf Rawsome hier Inspirations und so angegriffen hatten, falls sich da noch irgendwer dran erinnert, ist ein 85er Teri. Also ich meine, ist jetzt zwar nicht geil, aber
Unser Frosch wurde getötet von einem. Ja, nee, das ist. Der steht im Sumpf. Der im Sumpf. Da stehen zwei Frösche rum. Okay. Also. Meinst du jetzt die Schneebrücke? Nee, ganz zuletzt, wo wir. Ach so, darüber getravelt sind. Unten im Tal. Ja, genau, Vulkantal. Da, ja, das da ist ein 85er T. Ja, ich meinte ja, da im Vulkantal kannst du halt tatsächlich von uns aus am ehesten T-Rex finden, wahrscheinlich. Also da oder Richtung North 2, wo wir gespawnt sind, aber ich glaube, da ist eine höhere Competition. Nice, haben noch einen Schub-BP auch für. Alter, wir rennen nachher einfach nur im Pelz rum, ne? Das ist ja auch nicht das Allerschlimmste. Ja, hat 246 Dura, 60 Rüstung, ne, 76 Rüstung sogar. Ja, und hat halt auch halbwegs Hypothermic, also. Ja, ist halt das Doppelte als Flak, ne, und Dura. Halt nice. Ja, und obendrein wird es uns halt noch nicht kalt, also. Wir müssen eigentlich eh zwei Teile anhaben, so. Damit wir halt nicht völlig erfrieren, also klar, gut, ich habe jetzt natürlich hier die krasseste Hose da am Start. Das ist natürlich ganz nice. Aber hier stehen Betten von Drive of Benny. Das war doch Benny. Ja. So, aber dabei ist Haya. So Leute, Session 1 vorbei. Ich hätte es mir tatsächlich zur Pause hin schlimmer vorgestellt. Ja, es war auch zur Pause schlimm. Wir haben aber, denke ich mal, ganz gut was jetzt im Nachhinein noch geschafft. Bisschen mehr Drops gelootet, wir haben ein bisschen wenig Tames natürlich noch, aber das muss jetzt so langsam in die Gänge kommen. Wenn man halt jetzt erstmal Equi hat hier im Schnee, dann snowballt das richtig. So, jetzt habe ich auch den Ghost Lag gemacht. Ja, das Ding ist halt einfach das, wenn wir halt Terry und Yuti mit den Sätteln jeweils am Start haben, ist es auf jeden Fall schon mal ziemlich sick. Also auf jeden Fall, um uns zu verteidigen. Also so, ich meine, angreifen kommen wir dann immer noch nicht. In die Base kommen oder? Hey, ja, ist doch alles chillig. So, solange noch niemand speichert, ist doch alles fein. Das siehst du nicht. Ah ja, stimmt. Also es kann halt locker sein, dass du gleich auf dem halben Weg... Nee, kann nicht. Es ist jetzt schon 31, also... Ja, ich stehe neben dir. Ja, ich weiß, es ist trotzdem schon 31. Ja, und?